auch nicht. Hallo, Fuffi. Wollt ihr ein? Alles gut auf euren Reisen. Ah, jetzt ist mein Fuffi wieder da. Ah, wie geil, ich kann das mit FUI auch machen, mit diesen Zaubern, was du gesagt hast. Mhm. Ach, den meintest du, warte mal, Haustiere. Wo habe ich denn? Spielabstücke. Habe ich den denn eigentlich bekommen? Ach, das ist von Waldracken hier, guck mal hier. Mini-Proto-Drache. Mhm. Fand ich ganz cool. Ich finde die Proto-Drachen im Allgemeinen ein bisschen hässlich. So, soll ich die nächste anmelden? Zu weit entfernt. Ja, ja. Ich fand die damals zu Wrath of the Little Lich King schon nicht so spannend. Nee, es gab keine besseren als die Neta-Drachen. Also Neta-Drachen ist bei mir immer noch Top-Favorit. Aber ich fand die Proto-Drachen eigentlich auch ganz cool. Geht. Düsterbruch. Hey, nur du als Paler. Uhu. Ich muss näher heran. Siehst du, ich muss gleich mal gucken, ob ich noch einen Talentpunkt übrig habe. Nein, ach, du bist doch Cheater, ey. Wer denn? Bei meinem Gegner gerade. Ich wollte eigentlich gerade direkt so rüber rennen und die mitpullen, aber er hat mich einfach festgehalten. Direkt gesagt. Mobbt der mich hier einfach? Nee, der steht auf mich. Aber wolltest du nicht Schamanpriester spielen? Ich hab schon ein paar Mal einen Priester gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war sogar ein Shadow, ne? Nee, das war auch ein Holy. Den haben wir damals in der Fünfergruppe gespielt. Wo der Zocker noch bei war. Stimmt, das ist ja schon Ewigkeiten her. Genau. Waren ja. Du, Zocker, ich, Maranuma und ich glaube irgendein Micha. Unser. Der, nicht welcher, ihr habt immer so ganz viele. Der Dings-Micha hier, unser Hexer-Micha. Der Micha. Der, das letzte Mal, wo wir dabei waren, wo du sagtest, holt ihr auch mal Luft beim Reden? Wo er doch einmal erzählt hat. Ach, der. Der Micha ist das. Kumpel von Nadja. Oh, stirb. Ding. Ja, angefangen mit Standard-UI und jetzt wieder FUI. Ja. Typisch Mordi. 20 mal UI umstellen in gefühlt fast 2 Stunden. 20 mal UI einstellen und trotzdem nicht zufrieden. Das ist typisch Mordi einfach. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Das fällt dir nach 23 Jahren auf?
anonymen Addon-Usern gehen oder sowas. Ja, echte. Also ich muss ja sagen, ich habe DBRM an, sonst nichts. Und das nutze ich eigentlich nicht. Also ob ich es anhabe oder nicht, würde für mich gerade keinen Unterschied machen. Ja, hier in der Instanz ist das auch nicht. Eigentlich brauchst du als Tank auch nur DBM und das war's. Ja, die Instanzen sind eigentlich selbsterklärend, die Effekte eigentlich auch im Endeffekt, dann brauchst du eigentlich nicht mehr. Oder halt noch einen Addon für eine Namenspakete. So, das wär's. Und dann noch ein Addon hierfür. Und noch ein Addon dafür. Und dann kannst du ja noch L4 draufmachen. Ja, da kannst du direkt L4 draufmachen, weil dann hast du ja im Endeffekt eine Namenspakete. Der brauchst du ja eigentlich nicht. Genau, aber dann sind die nicht gut genug und dann musst du noch Plater drauf machen. Also ich habe eine Zeit lang mit Standardtür und Plater gespielt. Aber wie sagt man, einmal L4i, immer L4i, ne? Yep. Oder zumindest Minimum Tokyo Eye. Ja, aber damit bin ich überhaupt nicht zurückgekommen. Okay, habe ich eine lange Zeit noch benutzt. Vergiss das Looten nicht. Nope, hab ich. Ja, sorry Leute, bin nicht so schnell, bin nur ein, was spiel ich überhaupt? Ein Zwerg. Ja. Ich bin noch langsamer. Als Tank habe ich immer so das Gefühl, wenn ich so andere Tanks gucke, die rennen immer. Und wenn du deinen Tank spielst, denkst du so, boah Alter, selbst eine Schnecke ist schneller als du, ne? Ja. Aber eigentlich müsste ich Allianz spielen, ne? Immer nur Dunkeleisenzwerge. Warum? Kommst du von selber drauf? Was soll ich dir sagen? Du bist klein und dunkel? Ja, wegen dem Wort dunkel. Ich mag doch schwarz so gerne. Boah. Das klingt jetzt irgendwie so. Schwarzfeld-Tauren spielen. Schwarzfeld-Tauren? Ja, ein Tauren mit schwarzem Fell. Ja! Das könnte ich auch tun. Da hast du voll und ganz recht. Oh, wir können Bock auf morgen arbeiten, ne? Ja. Ich brauche erst übermorgen arbeiten. Das ist halt der Vorteil, wenn du keine Nachtschicht hast. Gala, bist du noch da? Hast du den neuen Job bekommen? Hatte sich nämlich bei einer anderen Firma beworben. Er macht übrigens Verputzer, ne? Verputzer? Ja, wir haben uns mal über seinen Job unterhalten. Dann habe ich ihn mal ausgefragt ein bisschen. Das hört sich sehr interessant an. Also da, aber ich habe zwei linke Hände. Für mich ist da was nichts. Boah. Obwohl, ich habe in der Werkstatt gearbeitet, aber das ist ein ganz anderes Kaliber, es ist eine ganz andere Liga im Endeffekt. Also wenn er seine rechte von seiner linken Hand unterscheiden kann, ist er schon mal tausendmal besser als jeden, den ich auf den Baustellen letzte Woche hatte. Da gehe ich sehr stark von aus. Ja, die Firma wartet schon, bis ich anfangen kann. Echt? Nice, GZ. Glückwunsch.
Gratulation. Ja, jetzt hast du bestimmt irgendwie, ja, ich glaube 4 Wochen Kündigungsfrist oder sowas, plus Urlaub. Ja, kommt immer darauf an, was im Vertrag steht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ja, was im Endeffekt recht. Warte mal, wo ist denn das Wasserelement da? 3 Monate? Boah! Ja, gut, ich weiß, ich habe 4 Wochen. Es kommt auf, er ist seit 8 Jahren, okay, er ist seit 8 Jahren in der Firma. Und wenn du da bist, dann länger der Dauer. Genau. Also ich weiß, ein paar Leute, die sind schon Jahrzehnte in der Firma. Die haben nach Vertrag ja, mein Charakter 2 Wochen Kündigungsfrist. Ich habe glaube ich 4 Wochen. Aber noch kündige ich nicht, also. Warum stehen wir hier hinten und hier nicht? Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich komme mal rüber und heile dich eben. Ich vertue mich jedes Mal hier. Mich. Hab dich. Hier, friss meine Wattebäuschen. Friss meine Wattebäuschen. Naja, wir müssen erst die andere Richtung machen. Ich vertue mich jedes Mal bei der Nähe. Mhm. Ich würde mich hier auch dauerhaft verlaufen. Ich kenne die ganzen alten Inis gar nicht mehr. Und vor allem, ich habe die schon so oft gemacht, alle, ne? Ich glaube, die einzigen Inis sind die BC-Inis und die Wrath of the Lich King-Inis. Die kann ich immer noch auswendig. Ja, aber da kann ich auch nicht mehr auswendig. Ich bin außer Reichweite. Boah, doch, die kann ich alle noch. Haben sie bestimmt so sparsam geguckt, ne? Ja, aber mit den rennst du ja mittlerweile nur noch durch. Das ist ja das, was wir vorhin auch in dem einen. Die einfach nur noch rein, durch, fertig. Guck mal, jetzt habe ich ein paar Fähigkeiten mehr. Jetzt weiß ich ungefähr, wie ich meine Klasse spielen muss. Dank unserem Gala hier. Ne? Deswegen habe ich schon noch so ein paar Infos. Und dann lübt das schon eine ganz andere Richtung. Aber 8 Jahre, weil du nicht mal, wenn du 8 Jahre in so einer Firma bist und dann hin, dass ich gehe, boah, das ist schon hart. Boah. Ja, aber gut, auf der anderen Seite, klar, kann ich es natürlich auch verstehen, ne? Also, da habe ich Verständnis für. Weil er braucht jetzt, braucht nicht mehr so früh aufstehen, demnächst kann ich später losfahren. Mhm. Na, also, es ist schon angenehmer dann auch. Ja, klar. Ich hoffe, dass ich meinen Chef nochmal zu einer kleinen Gehaltserhöhung überreden kann. Ja, vorher soll man mehr zahlen, gibt's ja gar nicht sowas. Ja. Jetzt tun sie ja, glaube ich, diesen oder nächsten Monat Mindestlohn erhöhen. Da gibt es dann wieder bei uns Gehaltserhöhung auf der Firma. Mhm. Für die ganze Belegschaft fast. Ich verstehe es auch so nicht. Warum muss so jemanden, ich sag mal so, jemanden, der seine Arbeit gut macht, da gibt's ja viel, bei euch gibt es ja nur einen, das bist ja du. Warum sagt man dann, wir zahlen nur das Mindeste? Ja, du musst natürlich gucken, dass du alle anderen Kosten auch deckst. Das kann ich natürlich verstehen, aber da musst du schon gucken, dass du Qualität lieferst. Du musst Geld investieren, um Geld zu machen. Das ist nun mal so. Und das macht die Firma irgendwie genau. Nicht. Nope. Also, bei uns wird nur ganz billig produziert, ganz wenig Gewinn gemacht und das reicht dann. Ja, und das kann im schlimmsten Fall das Genick brechen, ne? Ja. Zum Beispiel, dass die Leute halt gehen oder dass du, Die guten Leute gehen. Ja. Die Schlechten bleiben ja. Es ist ja das Schlimme. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Jetzt muss ich hier runter, glaube ich. Ein Ring. Und runtergesprungen. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, in die Richtung. Ja, guck mal, ja, dann springt da runter. So. War gut, ich sag mal so, ich war auch 5 Jahre in der Werkstatt, ne, und habe dann auch gekündigt, wo ich dann sagte, okay, es geht halt nicht weiter, weil das Geld, das war echt ein Witz. da kam ich mir natürlich auch erstmal doof vor, weil du kannst es das alles. Das war so, ja, ist aber so gefühlt dein zweites Zuhause im Endeffekt, ne? Du bist ja, fast 10 Stunden am Tag bist du ja an diesem Ort, ne? Das ist halt das Eklige auch an der Stelle. Ja. Aber es geht aber gut auf die Fresse gerade. Weißt du, so, er fährt immer von Baustelle zu Baustelle. Er sieht dann halt wirklich vieles im Endeffekt, ne? Ja, wir haben uns vorhin unterhalten, wo wir Bausimulator, glaube ich, gespielt haben, meine ich. Oder ETS, eins von beiden, da haben wir uns über seinen Beruf unterhalten. Ja, weil ich finde das interessant, ne? Also, es ist.
ich sag mal so, man muss es ja so sehen. Alles, was man im Endeffekt irgendwann in der Hand hat, zum Beispiel, ich sag jetzt mal deine Maus, Tastatur, die Bildschirme, das Spiel, was wir gerade spielen, das hat irgendwann mal jemand gemacht. Ansonsten wäre das jetzt nicht hier. Ja, also deine Monitor hat ja irgendein schlecht bezahltes Kind in Asien gemacht. Meine Monitore? Ja. Meinst du? Ist das so eine Lohn? Für 12 Cent. Oder sowas. Ah, ich bin betäubt, ich kann nichts tun. Fuck, ich bin tot. Battle Rats. Zu spät. Kann ich hier runterspringen, ohne dass ich sterbe? Du, hast du Levitieren schon? Ja, aber ich bin weit weg. Und jetzt auch gleich tot. Ah, fuck, muss ich jetzt extra echt da runterlaufen? Ah, geht nicht anders. Ich bin aber auch tot. Ah, okay. Da hast du jetzt aber auch gefressen. Ja, ich war gestunt, ich kann nichts machen. Deswegen da hatte ich keine Möglichkeit. Ja, dann lass uns direkt hier oben runterspringen. Auf, hier. So, irgendwie fallen, dass ich da direkt hier. So, ich bin schon mal unten. Wie der Hunter schon hier unten sein kann. Ach ne, der hat überlebt, der Drecksack. Wir springen hier genau in eine Gruppe Gegner rein. Wo? Dann kommt zu mir. Wo seid ihr? Wir wollten runterspringen und sind an einer Ecke hängen geblieben. Ja, das ist natürlich doof. Als wenn ich Skill hätte. Im Flug habe ich ihm noch Dings gegeben. Levitiert. Ich glaube, ich das Spiel schon mal gespielt habe. Komisch, ne? Hast du das schon mal gezockt? Du bist so gut da drin. Nein, ich mache das erste Mal. Nein. Ist heute mein absolut erstes Mal. Ich habe es vor einer Stunde, 9 Minuten installiert. Echt? Mhm. Das muss ich aber gleich mal eben kurz DBM umstellen, weil das nervt nämlich. Sieht man ja, ich habe Standard-UI, ich habe keine Account-Gear. Definitiv das erste Mal, dass ich spiele. Ja, ich merke es, definitiv neuer Spieler. Ich muss näher heran. Aber wir sind jetzt schon zweimal gewiped. Nein, erste Mal. Also erste Mal. Na, ich kann doch nicht mal zählen. So neu bin ich hier in dem Spiel. Keine Add-ons drin, keine nur noch Standard-UI, klick dann noch genau. Mal die Heilzauber, ne? Oh ja, definitiv. Aber hier müssen wir gleich beide Seiten an den Trash bauen, sonst wird es gleich eklig beim Bossfight, da hab ich keinen Bock drauf. Also mir fehlt irgendwie auch so gefühlt der Hammer gerade, den du benutzen kannst, ne? Weil ich habe so das Gefühl, ich krieg die Argo nicht richtig aufgebaut manchmal. Dann nimm mal das Make-up ab. Ja, es liegt an der Visage, glaube ich. Ich guck den Leuten zu böse, die haben Angst, statt auf mich einzuprügeln.
Hier kann ich nicht unterbrechen. Da halt der Drecksack sich auch noch, wie ekelhaft. Das war aber auch ein bisschen härter zuhauen. Ich bin ein Paladin, ich bewerfe ihn nur mit Wattebäulchen. Ah ne, warte mal, das war ja Classic. Da später noch einen sammeln, dann kannst du raus und reinporten, bist du wieder oben. Ach, da unten ist das Ding. Yay. GZ. Jetzt darfst du selbst in Amerika Alkohol kaufen. Ich habe das gefunden, was Skyler gerade meinte. Strahlendes Licht ist das. Wenn du nach 3 Einsätzen von Schild der Rechtschaffenen, der nächste Einsatz wird die Herrlichkeit kostenlos. Das ist das, was er schon gesagt hat. Das ist nice, ja. Ja. Und ich überlege gerade, ob ich den Hammer irgendwie als erstes mitnehme, wenn ich die Fähigkeiten ändere. Ja, guck mal, direkt den Hammer mit dabei. Bei der anderen natürlich auch nicht schlecht ist. Ich denke mal, man wird wahrscheinlich den gesegneten Hammer nehmen, denke ich mal. Dürfte etwas einfacher gerade sein. Nicht sicher. Auch nicht. Also ich spiele den normalerweise nicht. Bin schon wieder raus hier. So, jetzt muss ich mal eben den rausschmeißen. Dann muss ich einmal die BM umstellen, weil es mir dann doch einfach zu sehr in der Testbalken. Das ist mir einfach gerade zu sehr hier. Kann ich das nicht verschieben? Ah. Bewegebalken. Ja, das ist mir alles zu sehr hier in der Mitte gefühlt gerade. Ja, den packe ich mal darüber. Mich. Dann packe ich den darüber, das sollte eigentlich passen. So. So, Togo, wolltest du ein paar Instanzen laufen? Wie Bier hast du denn noch? Togo braucht mehr Bier. Ich höre dich gerade nicht. Kann sein, dass du ein Mikro gemutet hast? Okay, wann habe ich mich denn im Discord gemutet? Ja, weiß ich doch auch nicht. Ich auch nicht. Wie lange schweige ich denn schon? Ich glaube, seit dem Bosskampf gerade haben wir nicht miteinander gesprochen. Okay, schön. Da habe ich vorhin das. Ich habe es gestern noch gedacht, du musst morgen dein Mikro muten, damit ich es dir nicht nachmachen kann. Naja, eine würde ich noch mitmachen. Ich habe noch eine halbe Flasche Bier. Nur noch eine halbe Flasche. Genau. Für morgen brauche ich auch noch was. Ich dachte, du musst Dienstag arbeiten. Und? Wo meinst du denn nur? Ich bin erwachsen. Ja, das weiß ich. Ich bin ein Jahr bin ich älter als du, ne? Oder zwei? Aha. Ein Jahr. Uno. Dient Ashara.